Der Kriminalist Stefan Habort ermittelt seit Wochen in einem ungewöhnlichen Fall. In einer Wohnung in Koblenz hat die Polizei die Leichen eines Ehepaars gefunden. Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Kripo hat die Schwiegertochter unter Mordverdacht festgenommen. Eine grausame Tat. Mit insgesamt 17 Messerstichen sind Heinrich und Waltraud Schemmer ermordet worden. Meines Erachtens ist hier in dem Fall Schemmer überhaupt nichts bewiesen. Jetzt ist ja die Henrike verurteilt worden wegen zweifachen Mordes. Und Sie sagen, Verurteilt wird die Schwiegertochter Henrike Schemmer. Sie sagen, ich war das nicht. Ich bin keine Mörderin. Wir haben ja bis zum letzten Tag damit gerechnet, dass meine Frau mit einem Freispruch da rausgeht. Ein Schock für die Familie. Ausschließlich anhand von Indizien wird Henrike Schemmer verurteilt. Stefan Habort ermittelt in alle Richtungen, spricht mit der Verurteilten, ihrem Mann, mit Menschen aus dem Umfeld. Danach geht es um den Tatort. Was ist hier in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2011 genau geschehen? Der Tatablauf muss rekonstruiert werden. Nur so lässt sich eine der dringendsten Fragen beantworten. War es ein Täter oder waren es zwei, die den Doppelmord verübt haben? Um die Ereignisse der Tatnacht 1:1 mit Darsteller nachstellen zu können, werden der Flur, das Schlafzimmer und das angrenzende Badezimmer nachgebaut. Sogar mit den gleichen Möbeln. Der oder die Täter sollen sich in der Nacht Zugang zur Wohnung verschafft haben und vom Eingang durch den Flur unmittelbar zum Schlafzimmer gelangt sein. Wurde erst Herr Schemmer im Badezimmer getötet und anschließend Frau Schemmer in ihrem Bett im Schlafzimmer? Wie verhält sich alles bei Dunkelheit? Ist überhaupt etwas zu erkennen? Die Stichverletzungen der Frau sind schwerwiegender. Waltraud hat sich stark gewehrt. Vieles spricht dafür, dass zunächst Heinrich erstochen wurde. Sein Leichnam lässt lediglich eine Abwehrverletzung erkennen. Jetzt wollen wir den Ablauf mit zwei Tätern nachstellen. Beide Opfer wurden mit demselben Messer erstochen. Bei zwei Tätern hätte es auch übergeben werden können. Habort und Giebel sind sich nach diesen Durchläufen sicher. Es muss sich um einen Täter gehandelt haben. Die Übergabe des Messers wirkt unwahrscheinlich und auch die Blutspuren lassen nicht darauf schließen. Der Täter betritt das Schlafzimmer, ersticht im Eingang zum Bad erst Herrn Schemmer, dann Frau Schemmer im Bett. Für unsere weiteren Fragen bitten wir eine Rechtsmedizinerin hinzu. So, Frau Dr. Schultes. Das ist unsere Tatörtlichkeit. Rechts haben wir das Badezimmer. Man muss ja immer in der Situation daran denken, dass möglicherweise das Opfer total überrascht ist. Und in dem Sinne rechnet er ja nicht mit einem Angriff mit einem, ich sag mal, scharfen Tatwerkzeug, mit einem Messer. Wir fragen uns, in welcher Abfolge die Stichverletzungen gesetzt wurden. Gib mir den ersten hier rein. So, du gehst bis dann, steche ich die hier rein. Meine Idee ist eigentlich gewesen, weil tatsächlich die Verletzung am Arm, die ist unterblutet gewesen. Und da muss noch ein wirklich völlig intakter Kreislauf vorgelegen haben. Und ich denke mal, dass das die erste Verletzung war. Die ist nicht, also gefühlt würde ich sagen, ist die erste da an der Schulter. Das war vermutlich die erste Verletzung. Wie das rechtsmedizinische Gutachten geht auch Frau Dr. Schultes davon aus, dass zunächst Heinrich Schemmer getötet wurde. Dennoch lässt das Gutachten wichtige Fragen unbeantwortet. Die genaue Liegezeit der Leichen und den Aspekt der Stichkanäle. Ich nutze die Mittagspause für ein abschließendes Gespräch mit Frau Dr. Schultes. Auffällig ist auch, dass wir von der Verurteilten keine DNA-Spuren haben. Das heißt, wir können im Grunde genommen festhalten, es gibt zwei Arbeitshypothesen. Entweder war die Person gar nicht da, deshalb gibt es auch keine DNA. Oder aber sie war da, dann aber mit Schutzbekleidung. Also kann man sie so weder als Täterin identifizieren noch ausschließen. Würde ich sagen, Tatsache ist, dass die Person, die da hingekommen ist, diese beiden Personen getötet hat, weil an einem Zeitpunkt war, glaube ich, wo sie nicht mehr zurück konnte. Was meinen Sie damit? Die Verletzungs-
Lage bei dem Mann ist ja nicht so extrem wie bei der Frau. Tatsache ist, dass jemand etwas begonnen hat, nämlich mit dem Mann, und in dem Moment aber wusste, ich kann jetzt nicht aufhören. Das überzeugt mich. Was mich nachdenklich stimmt, ist die erhebliche Gewaltanwendung bei der Tat. Jetzt muss man sich ja auch die Frage stellen, dass die Verurteilte ja eine Frau ist. So aus Ihrer Erfahrung, ist die Benutzung eines Messers für die Tötung von zwei Menschen so geschlechtermäßig festgelegt, dass Männer eher stechen und Frauen, das kennt man ja, weiche Tötungsarten, also Gift, ersticken, sowas in der Art. Und das wäre ja jetzt so ein bisschen atypisch, oder kann man das gar nicht sagen? Das ist nicht so frauentypisch. Dass eine Frau einen Doppelmord begeht, hat schon eine gewisse Qualität. Und natürlich auch in dieser Art und Weise, mit den vielen Verletzungen an zwei Personen und an einer Person insbesondere sehr stark, ist jetzt nicht unbedingt der Klassiker. Es existiert kein Beweis, dass Henrike Schemmer in der Tatnacht am Tatort war. Spuren im Haus ließen sich auch so deuten, dass sie entstanden sind, als Henrike die Leichen mit ihrem Ehemann fand und dabei auch berührte. Die Polizei sagt, genau das war ihr Plan. Beweisen lässt sich das nicht. Ich treffe mich mit Giebel im Büro. Wir konzentrieren uns auf einen der umstrittensten Aspekte dieses Falls. Die Autofahrt von Henrike Schemmer in der Nacht auf den 8. Juli 2011. Schließlich war innerhalb eines bestimmten Zeitfensters die Strecke von knapp 700 Kilometern zu bewältigen. Von Haaren nach Koblenz und zurück. Ich will die Strecke selbst mit genau so einem Auto fahren, wie es Henrike Schemmer benutzt haben soll. Um die Fahrt möglichst realitätsnah nachzustellen, lasse ich mir einen baugleichen Wagen nach Haaren im Emsland liefern. Cool. Ja, dann laden wir den mal ab, ne? Okay. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Gute Fahrt. Danke. Ja. Wenn was ist, Sie rufen an, ne? Machen wir. Okay. Genau. Ciao. So, Stefan, es zählt jetzt. Ja, die Stoppuhr läuft. Hier, nimm mal. Die knapp 700 Kilometer lange Strecke Haaren-Koblenz-Haaren kann Henrike Schemmer nur in der Zeit zwischen etwa 22 Uhr und 6 Uhr am nächsten Morgen zurückgelegt haben. Sie war bis etwa 21 Uhr nachweislich bei einer Nachbarin. Danach hat Henrike Schemmer laut eigener Aussage gegen 21.52 Uhr von ihrem Festnetzanschluss telefoniert. Ein Verbindungsprotokoll bestätigt einen Anruf. Die Nachbarin will sie erst wieder am nächsten Morgen zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Balkon gesehen haben. Somit bliebe ihr ein Zeitfenster von 8 bis 8,5 Stunden, um nach Koblenz zu fahren, die Tat zu begehen und nach Haaren zurückzukehren. Reicht die Zeit aus? Kann es so gewesen sein? Sag mal, wie viel Uhr ist es? Wo stehen wir? 54 Minuten. Wie liegen wir da jetzt? Also ich bin jetzt im Schnitt 140 gefahren. Naja, wir liegen nicht so schlecht. Für die Hin- und Rückfahrt liegen wir noch ganz gut. Mhm. Noch eine ganz schöne Ritt. Also ja. Das wird noch eine lange Fahrt heute. Es gibt keinen Beleg, dass Henrike Schemmer angehalten und getankt hat. Auch hat man keine Schutzkleidung entdeckt, die der Mörder getragen haben muss, denn am Tatort wurden keine DNA-Spuren gefunden. Also ich merke, mit der Karre hier, du fährst 140, das ist anstrengend. Ne? In der Dunkelheit zu fahren ist was ganz anderes. Naja, zumindest ist die Strecke frei. Hast du auch an den Benzinkanister gedacht? Ja, naja, Benzinkanister ist hier mit dem Kofferraum. Okay, der ist auch befüllt und... Der ist befüllt.
Wir haben uns entschieden, die gesamte Strecke mit dem baugleichen Wagen zurückzulegen. Dabei stoppen wir die Nettozeit der Fahrt. Alle Pausen werden abgezogen. Während der Fahrt haben wir Gelegenheit, den Fall zu reflektieren. Immer wieder schauen wir auf die Uhr. Wie lange noch? Dann endlich die Abfahrt zur Zubringerautobahn nach Koblenz. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Wohnhaus der Schemmers im Koblenzer Stadtteil Horchheim. Okay, also das Problem, was du natürlich hast, hier sind lauter Häuser, die natürlich die auch dich sehen würden, wenn hier irgendwo ein Auto parkt, was nicht. Ja gut, jetzt gehe ich mal davon aus, guckt nicht die Welt zu. So, und wenn du so nett bist, ja, gleich vor dem Objekt stehen, dass du mal rausgehst zur Haustür und mal guckst, was passiert da. Ja. Das interessiert mich jetzt schon. Du kommst aber wieder, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich komm wieder. Ja. Das ist hier vorne. Da ist die Mülltonne. Da musst du rein. Bei der Mülltonne. Okay. Ja. Dann gehst du einfach mal hier den Eingang hoch. Vor dem Auto links, ja? Wir sind da. Wir wollen überprüfen, ob der Bewegungsmelder reagiert in dieser stillen, dunklen Gegend. Möglicherweise werden wir von Anwohnern oder Passanten beobachtet. Hier mit dem Auto anzuhalten, wäre mit einem hohen Entdeckungsrisiko verbunden. Das wird auch dem Täter bewusst gewesen sein. So, müssen wir weiter. Der Bewegungsmelder zeigt direkt auf das Beet. Ja? Okay. Also da, wo die Blumen jetzt, diese Flieder, was immer das sein mag. Komm, steig ein. Für uns heißt es jetzt erstmal, die 342 Kilometer zurück ins Emsland zu fahren. Hast du mal ein paar Chips oder sowas? Ist nicht mehr viel übrig. Jetzt sag nicht, du hast alles aufgegessen. Ich sag's nochmal. Loppers? Loppers? Wir müssen mal anhalten. Toilettengang. Die Stoppuhr hat Pause. Wir wollen am Ende nur die reine Fahrzeit gemessen haben. Die Rückfahrt ist sehr anstrengend. Wir sind ziemlich down. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, nicht zu schnell zu fahren. So wie der Täter auch, möchte ich nicht bei einem Verkehrsverstoß erwischt werden. Aber ich ertappe mich gelegentlich dabei, dass der Tacho 180 anzeigt und prompt werde ich geblitzt. Das hätte dem Täter auch passieren können. Endlich, die Sonne geht auf. Also wir haben es nicht mit der Tankfüllung hingekriegt. Ja, das heißt, entweder Benzinkanister, was ja reichen würde, einer. Einer würde für mich reichen. Einer würde reichen. Nee, aber das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Irgendwie muss noch mal Benzin ins Auto kommen. Wir sind kaputt und wir gehen davon aus, dass der Täter dann auch kaputt war. So, Stefan. Ziel erreicht, würde ich mal sagen. So, jetzt. Okay, wie viel haben wir? 6 Stunden, 56 Minuten, 27 Sekunden. Okay. Punktlandung, jetzt gehen wir ins Bett. Jetzt gehen wir ins Bett. Die reine Fahrtzeit beträgt etwa 7 Stunden.
Dazu kommen noch etwa 15 Minuten zum Betanken mit dem Kanister, das An- und Ausziehen der Schutzkleidung und Entsorgen der Tatwaffe, die bis heute nicht gefunden wurde. Da bleibt nur wenig Raum für die Tat selbst. Der Täter wird unter Zeitdruck gestanden haben. Viele Fragen sind noch offen. Außerdem lesen wir in den Akten, dass der BMW der Schemmers Schäden gehabt haben soll. Am 8. Juli, einem Freitag, also am Morgen nach der Tat, will Henrike Schemmer das Auto in die Werkstatt gebracht haben. Deren Besitzer bestätigt, das Auto habe an diesem Tag tatsächlich auf dem Gelände gestanden. Am Samstagmorgen habe er ihn untersucht und größere Mängel festgestellt. Ich bringe unser Fahrzeug in die Werkstatt meines Vertrauens, möchte verstehen, was es mit den Mängeln auf sich hat. So, jetzt spitzt mal bitte die Ohren. Der grobe Sachverhalt ist also folgender. Ein bauartgleicher BMW 316i ist seinerzeit benutzt worden, um von Haaren, das ist im Emsland, nach Koblenz zu fahren und von dort aus wieder zurück. Jetzt wird es etwas problematischer. Soll das Fahrzeug damals die eine oder andere Störung gehabt haben? In dem Zusammenhang habe ich noch mal ein paar Fragen. Kommt ihr mal? Es soll eine Störung der Lambda-Sonde vorhanden gewesen sein. Könnt ihr mir mal kurz sagen, was die Lambda-Sonde? Ich habe zwar das auch hier recherchiert im Internet. Also Fahrzeuge mit einem geregelten Katalysator haben eine Lambda-Sonde, damit der Motor effizienter verbrennt. Nur dadurch wird dann gemessen, wie viel Benzin wieder in die Zuluft kommt. Mhm. Und das wird dann halt nochmal mit verbrannt und halt dementsprechend läuft er ruhiger. Wenn die ABS-Sonde kaputt ist oder die Lambda-Sonde, dann kann es dazu kommen, dass der Motor sehr unruhig im Stand läuft oder auch Zündaussetzer hat und hat einen deutlich höheren Spritverbrauch. Mhm. Deutlicher Spritverbrauch, kann man das quantifizieren? Also wie viel ungefähr? Weil es kommt ja auch darauf an, schafft man das mit einer Tankfüllung? Müssen wir noch mal nachtanken? 700 Kilometer auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Auf keinen Fall. Dann würde ich mal sagen, zeigt mir das mal mit dieser Lambda-Sonde. Okay. Kann man die abklemmen oder so? Kann man auch machen. Ja, wollen wir das mal machen? Okay, nehmen wir es mal mit. Wir lassen an unserem Wagen genau jene Veränderungen vornehmen, die seinerzeit eine Benutzung des Schemmer BMWs nahezu unmöglich gemacht haben sollen, zumindest für eine längere Strecke. Wir würden jetzt einfach mal hingehen, würden das Kabel hier vorne trennen. Ja. Ne, und dann hat man im Prinzip dieselben Symptome wie vorher auch, ne, dass sie also einfach nicht arbeiten. Dann kannst du mal Schraubenzieher nehmen. Ja. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr das gemacht habt, dass ihr den Wagen wieder runterfahrt. Mhm. Und dass wir den dann einfach mal versuchen zu starten. Okay. Charlie und Andreas klemmen die Lambda-Sonde ab. Ich bin gespannt, wie sich der Wagen jetzt fährt. Stefan. Ja, hier ist Stefan Giebel. Ja. Wir haben jetzt eine Nachricht bekommen von dem Pressesprecher des Koblenzer Gerichtes. Ja. Wonach wir keinerlei Akteneinsicht bekommen, auch keine Interviews mit den ermittelnden Polizeibeamten. Ja, das ist keine gute Nachricht. In letzter Konsequenz müssen wir diese Entscheidung akzeptieren. Es wäre natürlich schön gewesen, das noch mit aufzunehmen, aber uns sind die Hände gebunden. Aber auf der anderen Seite finde ich schon etwas merkwürdig, weil die Kolleginnen und Kollegen haben ja damals auch der Presse Interviews gegeben. Ne? Wir gehen der Sache weiter nach und schauen wir mal. Schauen wir, genau. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschö. Wir haben nochmals Kontakt zu Staatsanwaltschaft und Polizei aufgenommen. Man will nicht mit uns sprechen. Sehr bedauerlich. Aber weiter hier mit dem BMW. Wir nehmen einen Zylinder heraus, weil der Wagen angeblich nur auf drei Zylindern gelaufen ist. So, Charlie, jetzt. Oh, Mist. Dann wollen wir mal gucken, was der Wagen so von sich gibt. Hörst du aber, ne? War schon sehr unrund. Ja. Ja, siehst du, schon abgewürgt. Das ist was anderes. Nee, also ich
würde hier keine 10 Kilometer fahren. Ich merke, als würde ich einen Traktor fahren. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Damit fahre ich keine 10 Kilometer. Nein. Also, und kann ja kaum Gas geben. Da. Und ich habe die Störung. Ja? Und die Störung ist da. Okay, dann machen wir mal einen Boxenstopp. Ne? Ja. Die Versuche in der Werkstatt haben sich gelohnt, denn mit diesen Schäden wäre die Fahrt nach Koblenz und zurück nahezu unmöglich gewesen. Doch ob die behaupteten Schäden in der Tat nach tatsächlich vorgelegen haben, lässt sich nach Lage der Dinge nicht zweifelsfrei sagen. Dass der Wagen nach der Tat von Henrike Schemmer manipuliert worden sein könnte, erscheint aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer fehlenden Fachkenntnisse eher unwahrscheinlich. Eine Frage drängt sich mir auf. Haben sich die Behörden zu schnell auf Henrike Schemmer festgelegt? Als Täter würde ich mich mit so einer Karre nicht auf ein so enges Rennen gegen die Uhr einlassen. Und was mich nach wie vor beschäftigt, ist die Sache mit dem Schlüssel. Darüber muss ich mit Schemmers persönlich sprechen. Schließlich konnten nur sie über diesen Schlüssel verfügen. Die übrigen Exemplare wurden im Haus der Opfer gefunden. Ich treffe die Schemmers gemeinsam in der JVA wieder. Zunächst möchte ich erfahren, wie es Henrike Schemmer geht. Wie verkraftet sie das Leben hier? Herr Schemmer, vielen Dank, dass wir heute zusammenkommen können. Also es ist die Familie, die Sie drinnen, aber auch Sie da draußen stabilisiert? Mich halten die am Leben. Mhm. Also ohne meine Familie hätte ich den Kampf nicht aufgenommen. Mhm. Definitiv nicht. Was ist das für ein Kampf? Gegen wen kämpfen Sie? Ich kämpfe darum, das hier zu überleben. Ich kämpfe darum, dass es vielleicht irgendwann doch noch zu einer Wiederaufnahme kommt. Die Hoffnung, mich an der Hoffnung festklammern. Mhm. Aber diese Hoffnung oder das, was ich hier durchstehen muss, bin ich nur bereit durchzustehen, weil ich weiß, wenn ich rauskomme, sind da Menschen, für die ich dann auch draußen da sein kann. Mhm. Wenn ich alleine wäre, mhm. Dann wäre mir das hier zu schwer. Was ist das, was Sie hier so belastet? Ich kann mir das vorstellen, aber ich möchte, dass Sie mir das mal sagen. Einmal, dass das überhaupt passiert ist. Dass ein Mensch verurteilt wird zu so einer harten Strafe. Ich war echt immer überzeugt, in Deutschland musst du Beweise haben. Und da kann ein Richter nicht machen, was er will. Das entsetzt mich. Und dann natürlich das Leben hier, die Menschen, mit denen ich hier leben muss. Das ist das Schlimme. Es gibt wenige, auf die man sich verlassen kann. Wenige, die Empathie haben, die einfach wirklich lieb und menschlich sind. Stichwort Gerichtsverhandlung. Das war ja eine lange Geschichte, viele Verhandlungstage. Wie haben Sie das erlebt? Also es war immer von der Hoffnung getragen, nicht von der Hoffnung, von der Überzeugung getragen. Naja, da muss man jetzt durch und dann ist gut. Dann kommt sie wieder raus, weil sie war es ja nicht. Und es hat mich, wirklich wie ein Schlag getroffen. Und was haben Sie da empfunden? Also Sie haben es ja schon angedeutet. Das ist, wie soll ich sagen, da denkt man gar nichts mehr im ersten Moment. Man glaubt, man wäre im falschen Film. Ja, weil das war ja das, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, dass das so falsch alles ausgelegt werden kann. Ich war davon überzeugt, dass der Richter nur die eine Möglichkeit hat, meine Frau freizusprechen, weil es nichts gab. Also keine Beweise und meine Frau ja unschuldig ist. Dass das so gedreht werden kann. Und so, falsch ausgelegt wird. Jetzt würde ich gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der für diese damalige Kommission namensgebend war, Schlüssel. Sie haben mir bei unserem letzten Gespräch gesagt, Sie könnten sich vorstellen, dass der Täter den Schlüssel dort im Affekt
entsorgt hat. Wie soll der sonst rausgekommen sein? Also wir haben uns das Hirn zermartert. Warum soll jemand einen Schlüssel mit rausnehmen und ins Beet schmeißen? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir sind dem nichtsdestotrotz nachgegangen und haben das mal rekonstruiert. Also der Schlüssel fällt mal aus der Tasche, der Schlüssel fällt aus der Hand, der Schlüssel wird geworfen. Der lag doch im Beet, der muss ja geworfen worden sein. Und das haben wir als Arbeitshypothese gerne aufgenommen und geprüft. Das heißt, im Endergebnis mussten wir feststellen, dass dieser Schlüssel nicht geworfen wurde. Mhm. Und ein Wurf steht ja für Affekt, also für Emotion, und ein Ablegen eher für Überlegung. Mhm. So, also wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dieser Schlüssel ist dort abgelegt worden. Okay. Mhm. So. Und wenn der Täter so etwas tut, dann hat er viele Alternativen. Wenn es für ihn ein potenzielles Beweismittel ist, und das kann es ja sein, weil er es in der Hand hat, oder wenn er einen Handschuh hat, könnte es auch Spurenübertragung geben, dann wäre eine übliche Tätervorgehensweise, ich entsorge diesen Schlüssel, und zwar so, dass er nicht gefunden wird. Ja. Weil er könnte mich ja im schlechtesten Fall belasten. Also dürfen wir ein solches Verhalten, wie der Täter es da gezeigt hat, nicht erwarten. Hat er aber getan. Das ist eine ganz bewusste Täterentscheidung. Also muss aber gefunden werden sollte er dann trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Sonst lege ich den da nicht hin. Mhm. Dieser Schlüssel beinhaltet eine Botschaft. Mhm. Okay. So, jetzt die Frage, die wir uns stellen, was will denn der Täter damit ausdrücken? Mhm. Ne, der will ja der Polizei etwas mitteilen. Was ist das denn? Was meinen Sie? Also wir sind nur auf ein Ergebnis gekommen. Keine Idee? Nein. Also wir haben eine Idee. Wir sind natürlich nicht der Täter, aber wir können uns vorstellen, dass die Botschaft ist, hier mit diesem Schlüssel ist in das Objekt eingedrungen worden. Und um dann zu vertuschen, wie er wirklich reinkam? Nee. Es muss ja erklärt werden, wie derjenige ins Objekt eingedrungen ist. Was für ein Hintergedanke soll dabei sein? Ja, es sind ja im Haus 5 Schlüssel gefunden worden. Ne? Also der eine draußen und die anderen 4 im Haus. Und insgesamt, das haben die Ermittlungen ergeben, hat es wohl 6 Schlüssel gegeben. Also, 3 Originale und 3 nachgemachte. So, 5 waren im oder am Objekt. Mhm. Und ein Schlüssel hatten Sie. Mhm. Wollte der Täter mit dem Ablegen des Schlüssels vor der Haustür eine falsche Fährte legen? Handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver, um die Ermittler glauben zu machen, es müsse ein fremder Täter sein? Auch wenn Henrike Schemmer die Tat nach wie vor bestreitet, kann sie kein belastbares Alibi vorweisen. Sie behauptet lediglich, in der Tatnacht von Selbstmordgedanken beherrscht gewesen zu sein. In der polizeilichen Vernehmung wurde diesem Aspekt wenig Raum gegeben. Warum? Wir schalten unsere Psychologin ein. Viktoria Strieve sichtet das Vernehmungsvideo vom Tag der Festnahme. Wie schätzt sie das Suizidszenario ein? Welchen Eindruck macht die Vernehmung auf die Psychologin? Erscheint ihr die Selbstmordabsicht und das dabei gezeigte Verhalten plausibel? Die Beamten trauen Henrike Schemmer einen Suizidversuch nicht zu. Vielleicht wegen ihres Aussehens, ihres selbstbewussten Auftretens? Ich werde den Motorradfahrer genauer unter die Lupe nehmen. Er ist der einzige Zeuge. Er will Henrike Schemmer in der Tatnacht in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Was ist in dieser Nacht tatsächlich geschehen? Ein Experiment soll Klarheit bringen.